dead. Wir glauben dir, den Vater der Liebe nicht. Nur, was du in ihrem Auftrag sagst. Im Auftrag von der Erde. Von der allergierigsten Jungfrau. Das ist von mir. Nicht von Satan. Sondern von der Gottesmutter. Von der Gottesmutter. Nein. Oh, du liebst, wir kennen dich ja. Du hast es ja gesagt, in ihrem Auftrag hast du es bereits gesagt. Aber vorwärts gehen tut's nicht auf der Sache. Sanctit Jurutius Moralis Hic. Bald muss ich raus. Ich nehme dir mit Horam Institut zu. Nein. Ich mehr als Dämonen. Die Schutzengel stehen uns zur Seite. Gegen euch. Gegen euch feindliche Mächte. Ja, das stimmt. Die Schutzengel sind unsere großen Helfer. Helfer gegen Satan und seinen Anhang. Schutzengel sind unsere großen Helfer gegen Satan und alle feindlichen Mächte. Und die Schutzengel schützen uns. Und sie sind hier. Und sind heute hier. Aber du musst gestehen, wenn die nicht hier wären, hättest du uns schon viel mehr geschadet. Aber sie halten dich zurück. Du hast uns heute noch einiges zu sagen. Ist heute dein Kollege dran? Ist heute der Judas nicht dran? Ist der heute schweigsam? Ja. Aber keiner hat uns auch nichts zu sagen. Nein. Und der Nero? Ah, der weiß nicht, die dumme Sau. Und der Hitler? Der auch nicht, der kann bloßes Maul freisen. Aber heute reißt das nicht auf. Er meldet sich nicht heute. Ist halt nicht da, halt nicht zu sprechen. Sag mal, wie haltet ihr das denn mit den armen Seelen? Nee. Mit den armen Seelen kommt ihr zu denen auch. Nee. Könnt ihr die auch belästigen? Könnt ihr die auch belästigen? Nee. Können die uns aber helfen? Ja. Die helfen uns auch gerne, ne? Ja. Weil. Die helfen uns gerne, weil. Die armen Seelen helfen uns gerne, ne? Ja. Weil sie selber so dreckig draußen sind. Aber die haben wenigstens Aussicht. Ja. Die haben Hoffnung. Wir haben große Hoffnung. Wir wissen, dass sie zu Gott kommen werden. Denn das Feldfeuer dauert nicht ewig. Und wenn sie so bis zum jüngsten Tag bei Jungen rauskommen, dann sind sie doch. Sind das Seele, die bis zum jüngsten Tag drin hocken? Ja. Und andere kommen wieder schnell raus. Ja. Manche müssen lang drin bleiben. Was? Maul, ich bin da drüber nichts auf. Aber wenn du musst. Aber wenn die allerseligste Jungfrau dich zwingt, dann musst du es doch sagen. Okay. Und die Barbara Weigand hat alle Seelen rausgeholt aus dem Feldfeuer, ne? Die Barbara Weigand hat alle Seelen aus dem Feldfeuer rausgeholt. Nicht? Ja! Aber ich weiß nicht. Ah, der macht genug Zug, selbst der du. Warst du da mit dabei? Hast du auch zugesetzt? Ja! Sogar ganz schön. Ganz schön. Ja.
Ipse tibi impera. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es krepiert. Die saublöde Weib. Würdest du gern, wenn du könntest, ja. Würdest du gern, wenn du könntest, ja. Alleine konntest du sowieso den ganzen Tag nichts, die blöde Sau. Weil ich hier nämlich oben drin hoch. Oben im Kopf? Oh, ja. Wenn sie nichts nahe bringen, die dumme Sau. Ja, du, der Luzifer, ja? Oh, ja. Da kann sie sich auch nichts, die dumme Sau. Weil wir das nämlich blockiert haben. Ihr müsst weichen. Nee. Ihr müsst aber weichen. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Ja, das will ich die Jungfrau Maria will. Das andere, das haben wir ja auch zugefischt. Dass sie mehr ohnmächtig geworden ist, ja. Ist halt nicht gut, ja. Aber das hat niemand gewusst. Warum hat er denn das gemacht? Warum? Weil wenn sie draktieren wollte. Pisa. Und die wollte Pisa? Ja. Und warum sei er denn in diesem Sommer so böse gewesen? Warum? Ja. Hat uns allerhand angestellt, ne? Ja. Hat er sich mehr gepisa? Ja. Warum dort im Sommer? Darum. Urlaub. Warum Gott im Sommer? Im Namen des dreifaltigen Gottes, sag mir die Wahrheit. Warum? Weil wir bald raus müssen. Wann müsst ihr raus? Und damit die scheiß Kelle da oben endlich mal klar wird. Deshalb. So. Damit es klar wird. Deshalb hast du das alles angestellt. Ja, ich hab's aber gedacht. Hast du gedacht, du hättest nicht können. Wer hat sie erlaubt? Mehr. Ja, das ist die Jungfrau. Oh. Und der dreifaltige Gott. Ja. Ihr müsst also bald raus. Ja. Wann müsst ihr raus? Bald. Sehr bald. Im Namen des dreifaltigen Gottes. In dem Monat müssen wir raus. Im Namen des dreifaltigen Gottes sagt die Wahrheit. Ja. Im Namen der allerseligsten Jungfrau, sag die Wahrheit. Ja, stimmt. Dieser Doktor, Viteraptor, Justitia Declinator, Malorum Radis, Formes Viciorum. Nicht aufgerecht im Wald. Da hole ich mir viel. Jungfrau Maria, sag die Wahrheit. Damit aber erzähle ich den Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Stimmt das, was sie gesagt hat? Oh, ich weiß nicht. Du weißt schon. Du weißt schon. Die allerseligste Jungfrau Maria soll dir befehlen, die Wahrheit zu sagen. Nein! Die allerseligste Jungfrau Maria soll dir befehlen, die Wahrheit zu sagen. Sag nie die Wahrheit. Wenn sie dir befiehlt, sagst du die Wahrheit. Sturmus tibi contra stimulum. Ich hab in der drinnen, weil die verflucht worden ist. Von wem ist sie verflucht worden? Und zwar von einer Frau aus Leiblöfing. Und wie heißt die? Die heißt... Das weißt du wohl, im Namen des dreifaltigen Gottes, sagt die Wahrheit. Des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sagt die ganze Wahrheit. Sagt die Wahrheit. In welchem Jahr war das? In welchem Jahr war das? 1951. So, jetzt machen wir eine Pause. Sed quid moralis sic. Warum bleibst du noch länger hier? Darum. Warum bleibst du noch länger hier? Oh, weil mir so gut gefällt. Du warst auf Plan? Ja. Und das ist seit auch hier. Zweimal 4 Wochen.